Hallo und herzlich willkommen zurück zu Layers of Fear 2, kurz bevor wir im Recording Room sind. Und zwar die Gründe, warum in letzter Zeit keine Videos gekommen sind, also die letzten 3 Tage, um genau zu sein, liegt daran, ich hatte Internetprobleme, Probleme und generell Probleme. Also von daher nichts Großartiges. Bam! Bam! Ich kann mich nicht umdrehen. Bam! Erfolgreich ein Mannequin erschossen. Ich bin mir nicht sicher, warum, aber klar, warum nicht. Oh Gott, ich sehe nichts. Wow, wie weit reicht denn die Kugel? War das ein Vollmantel geschossen? Oh, ich habe was gesehen, aber ich bin mir nicht sicher, was ich gesehen habe. Oh mein Gott. What the fuck? Das Ding habe ich ja durchs ganze Schiff geschossen. Irgendwas? Nein. Ich werde jetzt auch erstmal das Spiel ein bisschen länger aufnehmen. Also mehrere Parts hintereinander aufgrund von. So viel habe ich nicht geballert. Hatte ja keine Thompson. Weil ich schon gemerkt habe, dass es halt auch immer ein bisschen nervig ist, zwischendrin aufzuhören. Deswegen werde ich das ein bisschen durchziehen. Und ja. Und immer gucken, war, wie weit wir kommen. Ohne zu sterben, vermutlich. Vielleicht. Mal gucken. Gibt's eine Tür? Wer hat mir Scheiße eingestellt? Ey, was für ein verwinkeltes Schiff. Hi. Kann ich hier durch? Nein. Oh mein Gott. Es fängt an, dass es genau der gleiche Krimps ist wie in dem Haus. Brauchst du ein bisschen Abkühlung? Ja, sieht auf jeden Fall so aus, als wäre die zu warm. Okay. Hi. Pistole? Okay. Ah. Danke. Wegweiser. Coole Sache. Das sieht wieder ein bisschen freudiger aus. Hier bin ich gerne unterwegs. Hier sieht man Dinge. Oh mein Gott. Hier sieht man zu viele Dinge. Holy shit, ist das hell. Was passiert? Geld. Warum? Blüten. Okay. Hi. The Grudge. Mannequin. Ganz berühmter Film. Gibt es 3 Teile davon? Okay. Es ist eine Menge mit Figürchen, auf jeden Fall. Was finden die Leute immer? Ich dachte, das wäre ein Gesicht. Ein Schneemann oder so, aber ne. Was finden die Leute immer so gruselig an diesen, an Puppen, generell? Ich verstehe es einfach nicht. Was, ich meine, okay. Es gibt auch mehrere Filme von Annabelle und von anderen Gruselpuppen. Hallo Kind. It takes courage to stand up to someone stronger than you. I could never do it. I wasn't brave enough. But she was. Hä? Jin! Freut mich für dich. Nee, aber was ist so gruselig da dran? Ich meine, klar, sie glotzen einen in die Seele, aber das war's auch.
Wichtigste Einkaufsliste. Nachbildung eines Steinschlosspistole. Heißt er so? Okay. Aus dem 17. Jahrhundert. 1. Voll funktionsfähig. Blitzpulver. Durchgestrichen. Schwarzpulver. 4 Keks. Je 66 Pfund. Okay. Munition. 5 Schachteln. Je 100 Stück. Alter, das ist eine Menge. Attrappe. 100. 500 Schuss? Heftig. Also selbst für einen Film ist das eine Menge. Ich glaube nicht, dass das hier ein Actionfilm wird. Oh, Zettel. Nur einer von uns weiß, was getan werden muss. Nur einer weiß, was auf dem Spiel steht. Der andere muss es nicht wissen, muss es nicht verstehen, nur zuhören und es vorspielen und erschossen werden. Because he has to die. Okay. Wir spielen Krimi. Oh, Alter. Echt? Someone's coming. Okay. Hello? Anyone there? Bloody hell. Sorry. The chief wants it checked so bad he can bloody well do it himself. Ich kann den britischen Akzent einfach nicht ernst nehmen. Hello, sir. Do you want a cup of tea, please? A little bit of Earl Grey, maybe. Das klingt für mich zu gehoben, als wie dass ich. Keine Ahnung. Okay, ja, was ist mit den Mannequins? Meine Fresse. Was ist los? Wow, ich bin wirklich gestorben. Holy shit. Okay, ich schätze, ich muss wegrennen. Okay, Tür auf. Wie lange muss ich denn wegrennen? Reicht so eine Metalltür oder? Ja, anscheinend nicht. Okay. Hammer! Gute Idee! Hurry! We have to secure it! They'll be here any moment! Lily, I'm scared. You should be scared! You know what happens if they find us! They'll send us back! Oh! Shit! Da habe ich irgendwie ein bisschen verplant, dass ich weiterlaufen kann. Haja. Springen, ducken, ducken, springen, sprucken. Okay. Erfolgreich gespuckt. Mehr, meine Kins. Yay, das hat mir noch gefehlt. Okay, Slalom. Hi, tolle Wand. Ich bin sicher, kein Lagerraum mehr. Irgendwas mit Vorhängen. Holy shit, was ist das für ein Schiff? Bin doch nicht sicher. Oh shit! Oh, wow, wow, fuck you! Kacke. Heißt das, ich muss jetzt jede Tür zumachen? What the fuck? Ich weiß nicht mal, wo ich bin. Okay, danke. Oh, shit. Okay, durch. Tür zu. Tür zu. Weiter. Die Tür klang nicht so, als hätte sie ihn lange aufgehalten. Vor allem, was für ein angenehmes Geräusch. Baba. Okay. Nächste Tür muss auf jeden Fall geschlossen werden. Das habe ich soweit verstanden. Durch. Oh mein Gott, mach die Tür zu. Baba. So,
Ratten? Okay. Hey, ich bin sicher. Hey, Farbe. Cool, aber nur hier. Nicht in dem Raum. Nicht in diesem Bereich des Raums. Nur hier. Hier fängt die 90er an. Hier sind wir doch in den 80ern. Hm. Gibt es irgendwas Neues? Oder so? Ich meine, ich habe jetzt einen Film gefunden. Kann ich den zufälligerweise irgendwo reinstecken? Oh mein Gott. Wie viele Stromprobleme kann dieses Schiff haben? Das ist ja echt dauerhaft Stromausfall hier. Moment, bin ich... Was? Habe ich irgendwas verpasst? Wenn ja, es tut mir leid. Setz die Maske auf. Was für eine Maske? Rechark! Zeig dein wahres Gesicht. Das sind nicht die gleichen Worte. Okay, ich habe ja ein paar, ne? Okay, Titanic oder so? Mhm. Sag mir nicht, ich bin auf der Titanic. Wurde auf der Titanic versucht, einen Film zu schießen? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht die Premiere von der Titanic und dann sind sie abgesoffen? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube nicht, dass sie da einen Film drauf machen wollten. Ich meine, meine Crew scheint ja auch ziemlich weit verbreitet zu sein. Ich habe bis jetzt noch nicht einen einzigen gesehen, der mir irgendwie hier helfen könnte. Ach ja, stimmt, der Film. Okay, cool. Rattenfilm wird eingelegt. Kamera, Action. Mannequin. Again. How far can he go? How deep can he descend? The thing he seeks is still there. Buried. Hidden away. Locked in a vault. A prison of himself. He tries and fails to understand. A hungry animal does not think. It knows. It needs. It acts. Where reason dare not go, instinct prevails. And so he must leave the stillness of the mind. Storm of teeth and claws. Only then can he find the key and claim his prize. Ich muss sagen, ich bin vom zweiten Teil noch mehr verwirrt, als wie es vom ersten Teil war, weil da konnte man zumindest irgendwann früher oder später, hey, Akt 2, cool. Da konnte man früher oder später irgendwie mal eine Geschichte draus erkennen. Die dann zum Schluss auch irgendwie sinnig war. Mehr oder minder. Aber ich habe keine Ahnung, was hier abgeht. Ich meine, klar, irgendwie bin ich... Excuse me, I'm such a big fan. Could you please sign... Oh, I'm sorry. Ah, ganz sein. I think I mistook you for someone else. Ich kann auch Unterschriften geben, weißt du? So ist nicht. Nee, ich meine, hier... Keine Ahnung. Ich bin auf einem Schiff. Das ist ein Fakt. Aber ich war hier anscheinend schon mal auf einem Schiff, wo ich als, oh mein Gott, wo ich als blinder Passagier mit meiner Schwester mitgefahren bin und wir haben Piraten gespielt. Und dann wollte uns irgendjemand erwischen, der gemerkt hat, dass wir blinde Passagiere sind. Und ja, yeah, Punkt. Yeah, could we take this again? There's something wrong with the picture. I think you must have moved. You just don't look quite yourself. Warum sehe ich so aus? Das ist normal. An guten Tagen sehe ich sogar noch schlimmer aus. Okay, das ist aber ein schlechter Empfang, den die Kamera da hat. Ja. Irgendjemand hier. Blutspur. Sieht sehr vertrauenswürdig aus. Erstmal Nebenraum.
Holy Schnibbles, bin ich schon wieder tot? Oh mein Gott. Ich hab mir eine Tür angeguckt. Es tut mir leid. Ich wusste nicht, dass ich direkt davor sterbe. Geh nochmal zurück. Nein. Ah, hey Mannequin, hilf mir. Okay, dann nicht. Schwarz-Weiß ist die Farbe des Todes. War das richtig? Okay, beide brechen ist besser, als wie das Gehirn ausgesaugt bekommen. Ich verstehe es schon. Es ist immer noch schwarz-weiß. Okay, es wirkt so, als hätte ich voll die Ahnung davon, wie man ein Schiff bedient, aber nein. Komm mal ran. God damn it! Kannst du mal aufhören, alle 5 Sekunden das Licht auszumachen? Danke. Kein Tod. Schön. Okay, was haben wir hier? Eine Tür. Haha, Treppen sind für Loser. Hi. Ihr seid jetzt nicht zufälligerweise mit dem Mitab. Fick dich! Ich bewege mich 5 cm, ey. Warum will mich ja eigentlich immer alles sofort töten? Schatten. Okay. Ich habe jetzt echt fest damit gerechnet, dass ich gleich schon wieder sterbe. Was sicherlich innerhalb der nächsten 2 Minuten passieren wird. Bam, bam. Oh, okay. Dieser Weg ist anscheinend keine Option. Muss ich jetzt wieder runter? Kann ich nicht einfach ein Ventil zumachen und dann geht das? Warte, ich mach kurz das Ventil zu. So mache ich das immer. Klimper. Das sind nur Ratten. Ich hab's nicht mal gesehen. Was war das? Da schon wieder. Was ist das hier? Was ist das Essen? Ich kann's nicht erkennen. Es verdorrt direkt vor meinen Augen. Selbst wenn ich Hunger hätte. Oh ja, cool. Okay, es war Essen. Danke. Gerade waren wir noch auf dem Schiff. Jetzt sind wir anscheinend auf einem Spaceship. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh Gott. Okay, ich höre auf, Veganer zu sein. Was auch immer. Ich meine, das Vieh ist immer noch unter... Oh mein Gott. Das Vieh ist halt immer noch unterwegs. Weil... Es ist immer noch schwarz-weiß. Fängt gleich wieder an, eine Tür rumzubobbeln? Oder... Oh mein Gott, was ist das? Hallo? Okay. Ich schätze, verstecken ist eine Option. Oh, shit. Lass mich die Tür sehr professionell zumachen. Einen Moment. Erfolgreich? Ich weiß es nicht. Au. Autsch. Heiß. Sind wir fertig? Es steht da direkt vor der Tür. Ich habe auf meinen Snack gewartet. Okay. What? Erst brauche ich einen Schlüssel. Wo sind die Schlüssel? Da. K.
Keine Schlüssel? Okay. Dann die Tür. Da. Was ist denn hier so Tür? Okay, ist das nur der Rahmen? Brauche ich jetzt noch die Tür dafür? Und dann den Schlüssel? Ah, Schlüssel, eine Menge Schlüssel. Tür, da ist die Tür. Tür, okay. Vielleicht noch ein Türknauf. Geil. Und jetzt, wo ist der Schlüssel? Schlüssel, da. Okay. Ist hier irgendwo ein Schlüssel an der Wand? Oh, hi. Für Bilder machen die Dinger ganz schön komische Geräusche. Oh, what the shit ist passiert? Da ist eine Treppe. Action! Kann losgehen? Kann anscheinend nicht losgehen. Okay. Oh mein Gott. Also in Dunkelheit ist dieses Spiel genauso schön wie der erste Teil. Hallo? Irgendjemand? Nein. Tragedy strikes at the heart. Despair consumes the soul. A life crumbles. Kann ich mir kurz dein Herz ausborgen? Krieg's gleich wieder. Versprochen. Nein? Das scheint das einzige Wichtige in diesem ganzen Raum zu sein. Das ist auf der Fernseher, den ich gerade ausgemacht habe. Okay. Tschüss. Ich habe einen Fußschritt gehört. Er kam von hier. Oh, es war mein eigener. Gut, das ignorieren wir jetzt einfach. Du warst drin? Nein, hier warst drin. Ja. Oh. Vom Leiter der Sicherheitsauftrag. Geber, Mr. Chef von sowieso halb acht und so weiter. An alle Betroffenen. Mir wurde berichtet, dass einige Nahrungsvorräte kürzlich abhanden gekommen sind. Vielleicht haben sie sich in Luft aufgelöst. Ist mir auch gerade passiert. In diesem Zusammenhang bleibt mir keine andere Wahl, als erhöhte Sicherheitsmaßnahmen einzuführen. Einzuführen. Doch, ist ein komischer Wortlaut, aber ja. Ab heute werden die Lebensmittel einzelnen Crewmitgliedern zugeteilt und Lagerung der Vorräte zu jeder Zeit bewacht. Aha. Das sind doch nicht meine Schritte. Muss ich doch. Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung. The fuck war dieser Schatten? What the fuck? Das ist mein Gesicht? Ich bin mir nicht sicher. Wer klopft denn da? Schönen Tag noch. Wollte nicht stellen. Halt hier zu. Hallo? Kinder des Swords. Ich kenne den Film. Finde ich gut. Machst du toll. Hast du zufälligerweise eine Zahl oder sowas? Get up, Quartermaster. What's done is done. No use crying. We need to venture forth and find some fresh supplies. Here, take this. It will help you find your strength. Hast du eine Zahl? Irgendwas? Eine Nummer? Okay, ignoriere mich halt. Vielleicht sollte ich noch mal kurz zu der Frau reingehen. Ich weiß, es ist sehr unhöflich. Holy shit, mein Schatten ist das Gruseligste an dem ganzen Spiel. Hallo, okay, sie sind weg. Tja, dann wird das mit der Zahl wohl nichts. Ich habe nämlich keine Ahnung. Vielleicht habe ich irgendwas übersehen, aber... Okay, ja, das klingt nach einem guten Plan. Oh, die Treppe hat aufgehört. Schade. Hi!
Kein Zutritt für echte Menschen? Schade. Ich bin mittlerweile ein bisschen sprachlos, ehrlich gesagt. So, also eins. Okay, ich gehe mal davon aus, wir kommen früher oder später nochmal zurück. Eins. Und das war's. Mehr Hinweise habe ich nicht. Ich habe nur noch eins. Könnte ich mit Ihnen kurz reden? Hallo, Sir. Könnten Sie mir den Schlüssel geben für dieses... Sir? Sir? Okay. Komme ich denn jetzt hier rein? Keine Ahnung. Ist hier irgendwas? Oh, eine andere Tür. Zweite Tür, wer hätte es gedacht? Okay. Eins, wir bleiben bei eins. Schon lange kein Strom mehr ausgefallen, um ehrlich zu sein. Ah, kleiner und großer Ring. Was ist denn der? Oh, holy shit. Okay. Okay, ich muss erstmal gucken, welche Teile sich bewegen. Alle. Woher soll ich denn wissen, was hier grundsätzlich richtig ist und was nicht? Okay. Ist vermutlich nicht das schwerste Rätsel der Welt, aber... So. Um und bei vielleicht. Passt schon. Ist das richtig? Kommen Sie mir aber bitte nicht zu nahe. Ja, weiß ich nicht. Ich erkenne nicht, welcher Ring zu welchem gehört. Und wie und warum und weshalb und sowieso. Und... Ist das jetzt richtig? Ist das falsch? Irgendwelche Angaben? Ja, weiß ich doch nicht. Ich hoffe, die Zahnräder müssen nicht ineinander greifen. Oh Gott! Tu mir den Gefallen und pass darauf. Okay, gehen wir mal davon aus, das passt nicht. Oh, fuck, das war perfekt. So. Ich persönlich habe kein... Ah, da ist ein Strich in der Mitte. Okay, den habe ich vorher nicht gesehen. Oder nicht drauf geachtet, wie auch immer. Okay, der Strich müsste... Ah, ich bin sowas von falsch. So, außen. Außen. Dankeschön. Das alles für das Horn? Echt jetzt? Wow, so eine Menge. Ah, Gott, meine Augen. Kann ich jetzt zufälligerweise durch das Ding durch hier? Ja. Okay. Für sowas gibt's Guillotinen. Das muss man nicht automatisieren, aber okay. Es ist jetzt eins. Ach, du willst, dass ich auf acht stelle? Ja, meinetwegen. Das war ein Fehler. Kann mir einer die Regeln dieses Schiffs erklären?
Muss ich jetzt echt anfangen zu rechnen? Bang, bang. Bang, bang. Oh, shit. Tja, das war ein Fehler. Okay, mit 8 kommen wir auf 20, mit 10 kommen wir auf 30. Das wäre genau das gleiche wie gerade. 34, das wäre zu viel. Ich könnte aber 8, 10, 6, das wäre okay. Oh Gott, vielleicht sieht es nicht so aus, aber der Arm bewegt sich unglaublich beschissen. Naja. Ups. Naja. Na komm. 70. Oh mein Gott, ich bin hier nicht hergekommen, um zu rechnen. Okay, dann erstmal 6. Dann 10. Oh mein Gott. Ich fühle mich echt, als würde ich ein Steuerrad umdrehen. Okay, dann können wir noch 2 machen. Bitte dreh dich. Bitte, bitte, bitte dreh dich. Okay. Jetzt noch 20. Oh mein Gott, ich kann nicht mehr zurück. Okay, das wäre noch. Das wäre noch. So, dann noch 7 und 9 und dann sind wir eigentlich fertig. Ah! Feierabend, Jungs! Oh, danke. Riecht gut. Und mit diesem Bild werde ich mich jetzt verabschieden. Ich bin mittlerweile nicht mehr ganz sicher, was ich davon halten soll. Der erste war wirklich noch okay. Ganz spannend, aber ich bin einfach... Von dem zweiten Teil bin ich einfach nur noch verwirrt. Ich sterbe, es ist kein Licht da, ich lauf einfach und mach irgendwas und ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall wartet mein Portier anscheinend, damit er den Fahrstuhl benutzen kann. Aber dazu wird es heute nicht mehr kommen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, könnt ihr mich gerne teilen, liken, abonnieren und kommentieren. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part. Bis dahin. Ciao, ciao.